Moin, jo, ja, das ist meine Videoantwort für unseren guten Schnorres 58. Der Christoph hatte, das ist jetzt schon einige Zeit her, dazu aufgerufen, mal, ja, so die Messer des Jahres 2022 zu zeigen. Messer, die man viel benutzt hat, die einen beeindruckt haben. Da hat er dann ja dazu aufgerufen, wer denn möchte, eine Videoantwort dazu zu machen. Da kamen auch ungemein viele Videoantworten zusammen. Die habe ich mir alle gerne angeschaut. War wie immer sehr interessant zu sehen, was bei den Leuten häufig in der Hand, in der Nutzung, in der Hosentasche landete. Immer interessant zu sehen, wo die Präferenzen liegen. Bei vielen Leuten sehr klar erkennbar, dass die Tauglichkeit sehr wichtig ist. Bei anderen jedoch eher der, ich möchte nicht sagen der Schmuckcharakter, aber dass das Messer einfach eine optische Präsenz hat, tolle Materialien, halt Sammlerstücke, mit denen man dann auch vorsichtiger arbeitet. 42A ist natürlich nach wie vor ein großes Thema. Da achten viele darauf, dass sie konform unterwegs sind. Andere wiederum blenden das eher aus, haben gerne ein taktisches Messer, dann auch ein bisschen größer mit dabei. Von daher sind solche Videos immer sehr interessant. Bisschen spät zur Party möchte ich meinen Beitrag, meine VA nachreichen, lieber Christoph. Ja, besser spät als nie. Und ich möchte auch kurz noch ein paar Worte zu dir sagen. Ich kann mich im Grunde all den Worten meiner Vorredner anschließen. Die haben auch zahlreich, ja, ich möchte fast sagen, Lobhudeleien. Ja, gesprochen, und den kann ich mich wirklich vollends und komplett anschließen. Du bist erstens schon ziemlich lang mit dabei, also hier aktiv auf YouTube, gehörst einfach fest zur Szene. Du kennst dich auch mit der Messerfertigung, dem Messerbau aus, hast viele Stähle, viele Griffmaterialien schon genutzt und auch verbaut. Da hast du einfach wirklich eine große Bandbreite an Wissen. Da gibt es einfach so Leute, den höre ich dann auch gerne zu. Da gehörst dann du natürlich dazu, Christoph, oder auch unser Frank, unser Supra-Chor. Die sind einfach ewig in der Szene mit dabei. Und da könnte ich zum Beispiel auch unseren, der leider nicht mehr aktiv ist, ich vermute mal vielen von euch auch gar keinen Begriff, aber die besten Grüße gehen raus an unseren guten Isulabeit. Isulabeit, damals mit Sepp Waldhandwerk, das waren wirklich so mit die ersten. Und auch Chris noch, unser Black Forest Ghost, die Messer gezeigt haben. Und ja, Isulabeit hatte selbst damals schon Kastenmesser gezeigt. Und das, ja, wenn es dann so ans Jahr 2010 und davor geht, sogar, das war noch die absolute Ausnahme. Und ja, ein paar Jahre später kamst du dann mit dazu. Und diese Bandbreite halt an Fachwissen, da kann man immer was lernen, immer was rausziehen aus deinen Videos. Ich persönlich möchte aber jetzt im Besonderen bemerken, denn das ist für mich im Grunde, ja, das ist eine Leistung, was ich jetzt erwähnen werde, in meinen Augen. Das ist halt dieser Mix, den du bietest aus Leidenschaft, Messerleidenschaft. Da fühle ich mich natürlich verbunden zu dir. Bis zum letzten Atemzug werden wir dem scharfen Stahl huldigen. Ja, wir lieben einfach Messer und halt die Leidenschaft, die du in deinen Videos transportierst, plus das Fachwissen. Das ist schon mal eine Menge, was du dann bietest. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, für mich die wirkliche Leistung ist die Fairness, die du dabei behältst. Ich kenne von dir einfach nicht, dass du wild rumschimpfst, vor allem nicht unsachlich. Du legst eine Sachlichkeit an den Tag. Du bist da sehr bedacht, differenziert einfach in deiner Beurteilung und in der Betrachtung. Und ich finde, genauso muss das sein. Geschmäcker sind nun mal verschieden und keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist einfach so. Es gibt immer verschiedene Situationen. Alles sollte man einzeln bewerten. Und dass du das dann halt so betrachtest in diesem Mix aus Fachwissen, Leidenschaft und halt dieser sachlichen Fairness, das spricht mich halt an. Da bist du ein verlässlicher Kanal für mich. Leidenschaft,
Fachwissen und sachliche Fairness. Und dafür vielen, vielen Dank für deine Arbeit, Christoph. Ich bin immer gerne seit vielen, vielen Jahren mit dabei. Jo, und jetzt gab es wieder eine lange einleitende Laberei. Das Video wird selber ein bisschen länger, also ja, dann legen wir endlich mal los. Meine 5 plus 1 war es, glaube ich. 5 plus 1 Messer. Ich werde ein bisschen cheaten, ein bisschen tricksen. Ich hoffe, das ist okay. Dient vielleicht dann auch dem Unterhaltungswert. Aber da gehe ich dann im Einzelnen noch drauf ein. Als erstes möchte ich zeigen, eines der Messer, das hat mich eigentlich Ende 21 erreicht, nämlich zu Weihnachten, eins meiner liebsten Modelle im 42A-konformen Slipjoint-Bereich, das Lampfoot von GE Made, mit bronzenen, gehämmerten Titanbacken, M390, Klinge, herrliches Jute-Mikata, rötlich-braun, erdig, lebendig, und halt diese erstklassige GE-Made Qualität, das ist einfach, habe ich nicht so häufig dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich für mich so eine Art Sonntagsmesser, aber ein aufregendes Design, schneidfreudig, von der optischen Ausstrahlung, giftig, aber mich macht das von vorne bis hinten an, diese Materialwahl. Ein starkes Messer, beeindruckt mich nach wie vor, einfach die Qualität, also du nutzt es, es funktioniert erstklassig, du schaust es an, mich persönlich macht es enorm an und wenn du es in der Hand hältst, spürst du einfach die mechanische Feinheit und Stabilität, da liefert dieses Messer auf ganzer Linie ab, starkes Teil, Ja, das erste Messer, was ich zeigen möchte, hat mich die ganze Zeit, seit ich es habe, erfreut. Beste Grüße gehen raus an den lieben Sven und auch nochmal ein dickes Dankeschön. Ein Wahnsinnsteil und das mein Messer Nummer 1, das Lampfoot von GE Made. Ah, und den Kalle grüße ich auf diesem Wege auch noch. Ich hoffe, du hast mit deinem Modell nach wie vor sehr viel Freude. Jo, und dann Nummer 2, für mich die Überraschung in diesem Line-Up, in dieser Auflistung. Ich vermute, für viele von euch auch überraschend. Da wird auch demnächst noch ein Video zukommen, eine Vorstellung. Vielleicht kam das aber auch schon, aber ich glaube nicht. Das ist von O-Knife, das Rubato. Das hat vor einiger Zeit unser Fred auch schon mal vorgestellt. Da hatte ich das dann auch zum ersten Mal gesehen. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich die O-Knife-Linie nicht so aktiv verfolge wie andere Messermarken. Aber als ich dieses Modell bei Fred sah, da war ich eigentlich ziemlich schnell recht angetan. Tanto-Klinge, dann halt der Access-Lock. Ich meine, O-Knife nennt den Rail-Lock, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Halt dieser von Benchmade bekannte Bolzenverschluss mit Federn, funktioniert genauso und gibt hier ein paar Dinge, die mir nicht gefallen, jedoch ist das wirklich nur optisch, technisch, mechanisch, Schneidperformance, ist das ein ausgezeichnetes Messer und das hat mich zum Ende des Jahres doch ziemlich abgeholt, ist auch aktuell als EDC am Mann und funktioniert von vorne bis hinten erstklassig und konnte sich dadurch tatsächlich in meine Liste hier rein schneiden. Von den Modellen, und das waren jetzt ja doch einige, die ich von O-Knife hatte, ist das Rubato mein Favorit. Tolles, funktionales Arbeitsmesser. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr gefällig. Ich zumindest bin sehr davon angetan. Ebenso angetan bin ich von dem nächsten Modell auch wieder Einhand, jedoch deutlich kleiner, von ganz tollen Menschen, nach meiner Einordnung, was ich so zumindest über ihn bisher weiß, nämlich Ben Peterson, das Baby Bender, die kleine Version seines Erfolgsmodells des Benders, Weknife, hier jetzt Civivi, etwas günstiger in der Ausführung, bekommt man auch nicht geschenkt, bin mir nicht ganz sicher, wo die jetzt liegen, 60, 70 Euro, gibt es in sehr vielen Griffvarianten, jetzt auch mit Mikata, die Form, die Kompaktheit,
die blitzsaubere Verarbeitung dieses Messers, in diesem Fall hier mit den G10 Purple Schalen, hat mich sehr angemacht. Aber auch das rote, das grüne G10 Modell. Mir gefallen sie alle gut. Die könnte man tatsächlich wunderbar sammeln. Liegt einfach sehr gut in meiner Hand und ist ein toller, schneidfähiger Boxcutter. Nitrovi-Stahl ist hier verbaut, sehr fein ausgeschliffen. Ja, wenn es mal wirklich kompakt, leicht sein soll, unaufgeregt, kommt dieses Messer gerne mit. Wenn man das mal rausholt, dann tatsächlich gucken die Leute eher interessiert als abgeschreckt. Tolles Messer, kann ich absolut empfehlen. Bin auch schon sehr gespannt auf das große Benter. Das wird sicherlich auch den Weg in meine Sammlung finden. Aber soweit dieses Modell, das Baby Benter, auch in meiner Liste mit drin. Ganz, ganz toller Wurf. Überhaupt Ben Peterson mit seiner Firma Nevs. Tolle Produkte am Start. Maxi zum Beispiel von der Altonaer Silberwerkstatt hat die Produkte. Checkt die mal aus. Der lässt sich immer coole Sachen einfallen und ist definitiv jemand aus der Messerszene, der für die Thematik brennt. Und ich finde absolut, absolut unterstützenswert. So, dann kommen wir zu einer Marke, die mich jetzt sehr, sehr viele Jahre begleitet. Einer meiner Lieblingsmarken nach wie vor, nämlich Real Steel. Und es gibt keine Messermarke, von denen ich so viele verschiedene Modelle getestet habe, getragen, genutzt habe, kennenlernen durfte, wie von Real Steel Knife. Das sind aber Dutzende, also wirklich aber Dutzende. Und das Hugin, auch ein Modell mit Bolzenverschluss, Ivan Braginets Design. Hier liegen wir, glaube ich, so um bei 90 Euro, meine ich. Das ist ein, in meinen Augen, Wahnsinnswurf. Für mich hat dieses Modell andere Modelle verdrängt, zum Beispiel das Large Griptilian. Ich halte das Hugin für fähiger, es ist schneidfreudiger, es baut etwas flacher auf, es ist für die Gesamtlänge sehr, sehr leicht, es hat optisch einfach noch viel mehr eine Linie, die mich anspricht, die Klinglänge, da kannst du richtig was wegarbeiten mit ganz, ganz fein ausgeschliffen. Der VG10 Stahl, da hat Real Steel einen sehr, sehr guten Job gemacht. Hier die satinierte Klinge gibt es auch in mehreren Versionen, auch mit schwarzer Klinge. Der Bolzenverschluss arbeitet sauber, so wie man sich das wünscht. Und dieses Modell ist für mich ein richtiges Arbeitsmesser, mit dem man auch härtere Arbeiten mal angehen kann. Also ganz klar, Baton etc., also Sachen, die man eher mit Outdoor, mit Fixmesser macht, sollte man auch hiermit nicht machen. Aber sämtliche Schneidarbeiten, ob jetzt Pappe zertrennen, ob mal länger schnitzen, in der Küche damit arbeiten, das ist für dieses Messer kein Problem. Ja, einer meiner liebsten Arbeiter geworden, großartiges Modell, das Real Steel Hugin, und deshalb für mich ganz klar verdient mit in dieser Liste. Und als letztes von meinen 5, es kommt dann noch das Plus 1, da werde ich dann enorm cheaten, aber dazu gleich. Erstmal das 5. Messer, und das ist vermutlich nicht so groß die Überraschung. Das ist Arno Bernard Südafrika. Dieser Titan Framelock Folder in der German Edition mit Wüsteneisenholz Einlagen. Titan Framelock, RWL 34 Stahl, hohlgeschliffen. Einfach ein geiles Messer. Also wirklich, wirklich hochtauglich. Sehr, sehr gut verarbeitet. Sehr schneidfreudig. Hohlschliff ganz fein ausgeführt. Präziser, sauber arbeitender Framelock, weicher Klingenlauf. Über die Aussparung hier mit ein bisschen Übung kann man das Messer dann noch einhändig aufwerfen. Da gehen nochmal die besten Grüße an Sven Kienast raus, Messerdepot, da habe ich dieses Messer gekauft. Ein Wahnsinnsteil. Ein Wahnsinnsteil, ist ebenso wie das Lamfoot selten dabei. Gar nicht so sehr, weil das soll benutzt werden. Da habe ich gar keine Bauchschmerzen mit.
Aber ja, wenn man mal so unterwegs ist, es wird mit jedem Jahr schlimmer, merke ich bei mir. Es ist schon ätzend, dass man immer in die Hosentasche greift. Ist das Messer noch da? Ist das Messer noch da? Also man hat immer ein bisschen Sorge, obwohl es ist so gut wie noch nie passiert ist, dass mir Messer aus der Hosentasche gefallen sind. Und trotzdem greift man immer mal ja an die Hosentasche. Und es ist etwas anderes einfach, ob du das Rubato mit hast, das ja auch kein günstiges Messer ist, das liegt so um die 100 Euro. Aber das habe ich eh gestellt bekommen. Es wird nochmal was anderes, wenn du es nicht bezahlt hast. Und man betrachtet das dann doch ein bisschen anders. Hier wäre ich natürlich auch traurig und sehr schade, wenn ich es verliere. Wenn ich das E-Mamba verlieren würde, dann ja, das... Nee, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Wirklich nicht. Das aber jetzt mein fünftes Messer. Das so die Messer, die mir wirklich enorm viel Freude bereitet haben. Und jetzt, ja, das Plus 1. Und da wurde ich 2022 doch nochmal richtig überrollt von einer Messermarke, die mich ebenfalls seit sehr vielen Jahren begleitet. Von dieser Marke hatte ich zwar nicht so viele Modelle wie von Real Steel, aber auch Dutzende im Laufe der Jahre, über 20 verschiedene Modelle. Und jetzt 2022, ja, war das wie so ein, ja, da hat mich so eine Woge mitgerissen, dass ich mir doch einige Messer nochmal gekauft habe. Und ich rede hier von einer in meinen Augen besten Knife Companies überhaupt am Markt. Ich wünschte mir, Deutschland hätte eine Company, die ähnlich so punkten könnte, die so arbeiten würde, wie Spyderco Knives. Das wäre wirklich was. Immer noch eine Marke, die polarisiert. Aber im Gegensatz vor, sagen wir mal, über 10 Jahren, als wirklich noch sehr, sehr viele gesagt haben, boah, ist das hässlich, auf gar keinen Fall, ist die Popularität von Spyderco immer weiter gestiegen, völlig zu Recht. Die bauen Messer für die Hand, nicht fürs Auge, und auch das ist ja Ansichtssache. Ich finde die meisten Modelle durchaus schön, auch die Modelle, die als eher unschön oder sogar hässlich verschrien werden. Das kann ich nicht teilen. All knives are great. Und bei Spyderco bin ich absolut mit dabei. Und da ich dieses Jahr gerade im Bereich der Arbeitsmesser einiges ausprobiert habe, Klingen mit Serrations gesucht habe, und da ist Spyderco in meinen Augen auch ganz vorne mit dabei, habe ich mir einiges gekauft. Dann halt ja, dieses All Black mit den Nylon-Griffschalen, den Lightweight-Griffschalen. Das ist schon mein Beuteschema. Super leicht, einhändige Öffnung. Du kannst es einhändig auch schließen über den Mid-Backlog. Das ist einfach toll. Hier der Anschliff, ein bisschen zu viel vom Material, finde ich, hinter der Phase, diesem Saber-Grind-artigen Anschliff. Aber die Zähne beißen sehr gut. Und overall, wenn man das Teil jetzt nicht gerade in der Küche nutzen möchte, ist das ein guter Arbeiter, sehr leicht, sehr stabil. Und ja, das war dann nicht das Einzige, das ich ausprobiert habe. Irgendwie ging das dann ganz schnell. Dann hat man noch das nächste Angebot gesehen, Messer mal getauscht. Hier das Manx 2 S30V, auch mit Combo Edge, die Hälfte Serrations, voller Flachschliff, ausgezeichnete Ergonomie. Das zeichnet eh die Designs und Modelle von Cell und hier in dem Fall Eric Glasser aus. Da bin ich ein großer Fan von. Ergonomisch einfach ganz tolle Messer, ganz tolle Arbeitsmesser, sehr gute Qualität. Natürlich sind die teuer, gar keine Frage, aber ich persönlich habe einen Kauf noch nie bereut, also wirklich nicht. Und das sage ich, obwohl es Messer gibt, wo ich mich wundere, dass ich sie mir nochmal gekauft habe, wie das Shaman von Spyderco, im Grunde doch zu massiv, zu schwer, hier in der Vollwelle, giftiges Teil, guter Arbeiter, aber eigentlich dann doch too much. Da bin ich immer noch nicht sicher, was ich mit dem Teil hier mache. Benutze ich immer wieder, habe auch durchaus meine Freude, aber eigentlich greife ich dann doch eher zu Messer, wie zum Beispiel zum Hugin. Das ist in meinen Augen dann doch schneidfreudiger nochmal, einfach ein bisschen leichter, eleganter. Aber die Zähne bei manchen Arbeiten einfach sehr, sehr tauglich. Hier ist es wirklich dieses massive, ja, dieses Massive, das dieses Messer ausstrahlt, auch von der Klingenstärke, auch von der Materialstärke. Mir eigentlich ein bisschen zu viel. Compression Lock arbeitet ganz gut. Dennoch, auch das Teil habe ich mir dann nochmal zugelegt. Da hat mich Spyderco einfach ziemlich gecatcht dieses Jahr nochmal. Und es hörte dann auch nicht auf.
Ja, das Para 3 musste dann auch irgendwann mal her. Bin ein großer Fan des Bugout. Und ich finde zum Bugout gute Option. Eine weitere ist halt das Para 3, auch sehr leichtgewichtig. Dann in dieser All-Black-Version. Das macht mich einfach an. Sail Glasser, Eric Glasser, Compression Lock. Tja, tolles EDC-Messer. Was soll ich dazu sagen? Das Spyderco hat mich da einfach eingefangen. Und dann hatte der Stony, unser Thomas, dann auch mal in einem Video sein Para 2 Crewware mit Mikata Griffschalen zum Kauf angeboten und dann auch zugeschlagen, und auch da bereue ich keinen Euro. Gab so ein paar Sachen, wie zum Beispiel der Anschliff ab Werk, der war doch sehr rough, ein bisschen schlierig, ein bisschen schmierig, da habe ich mich wirklich gewundert. War auch ab Werk beim Shaman etwas wunderlich, also was so die Qualität angeht, da sollte Spyderco wirklich immer gucken, dass die Sicherung derer gut funktioniert. Ansonsten ist man doch ein bisschen pissig als Kunde. Geht mir zumindest so, und ich vermute den meisten von euch auch so. Wenn man halt deutlich über 100 Euro für ein Messer ausgibt, dann möchte man schon, dass alles funktioniert. Das gilt ja für jedes Produkt. Das ist ja nicht nur bei Messern so, ne? Und ja, das ist auch generell, das muss man jetzt nicht auf Spyderco beschränken. Jede Messerfirma, die wir kennen, gerade im Bereich, wenn wir dann erstmal bei die 50 Euro überschritten haben, dann sollte da einfach eine gewisse Qualitätssicherung sein. Fehler dürfen immer mal passieren, also tatsächlich, aber dann sollte man daran arbeiten, dass das behoben wird. Ich denke ja mal, bei Spyderco ist das schon alles ganz vernünftig. Overall bin ich ja auch zufrieden, gerade was die Tauglichkeit angeht. Und ich bin mir sicher, das wird auch nicht mein letztes Spyderco gewesen sein. Mal sehen, was da über die Jahre noch kommt. Ja, und jetzt sehe ich schon, dass ich schon wieder so lange am Labern war. Im Grunde war es das jetzt. Christoph, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, auch an euch andere. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier bei der Vorstellung meiner 5+1. Ich möchte verbleiben mit den Worten, dass Messer nach wie vor einfach ein sehr gutes Werkzeug im Alltag ist, das dir oftmals helfen kann. Man sollte damit vernünftig umgehen, sehr bedacht und verantwortungsvoll. Das ist einfach so in meinen Augen. Aber dann kann man viel Freude mit diesem Werkzeug haben. Ich habe es nach wie vor. Ich denke, Christoph, das dürfte bei dir nicht anders sein. Und ich hoffe, bei euch ebenso, bei euch anderen Zuschauern. Damit möchte ich auch eigentlich verbleiben. Und ich beende wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.